Hey Leute und willkommen zu einem neuen Pokémon Auras Match. Heute gegen den Felix im eigentlich underused hier. Vielleicht war es auch Mix, eigentlich sollte es underused sein, ich habe keine Ahnung. Ja, lassen wir es so stehen, underused. Und zwar heute mit einem brandneuen Co-Moderator. Hallo. Dem Hallo. Der Hallo. Sehr bekannt auf YouTube. Waren. Oh ja, der Hallo LP. Hallo LP. Der Sirsky TV ist heute dabei, Freunde, zum ersten Mal. Krass. Unglaublicherweise. Krass. Aber du warst bei mir ja auch noch nie. Das Alter, wir haben noch nie zusammen was aufgenommen. Alter, Premiere. Wow. Wir haben gerade beide unsere Entjungferung. Und mit diesen Worten leitete er das Battle. Wow. Ja, Freunde. Wie gesagt, wir wollten eigentlich noch eine Juju spielen. Mir fällt jetzt gerade das Gengang-Gegner-Team auf. Ja, wollte gerade sagen. Von wegen aber Juju. Egal. Würde ich sagen, Freunde, wir gehen einfach mal durch die Teams. Ich bringe ihr mit. Ihr kennt das Team übrigens schon aus dem letzten oder vorletzten Kampf. Da habe ich das mit dem in einem Kampf mit dem lieben Paul benutzt. Und ja, es ist das gleiche Team, Freunde, nach wie vor ohne Stormbreaker, aber dazu später mehr. Mein physisch-defensives Rotom Heat, mein Choice Scarf, die Beldra, mein Life Orb, Jan Mega, mein Mega Stolos, das hier halt Tarnsteine und einfach tankig sein soll. Und mein Walband Chillabill gefolgt von meinem speziell defensiven Rapid Spin Tentoxa. Ja, relativ standardmäßige Juju-Pokémon, wie ich finde. Mhm. Alles Pokémon, die ich sehr gerne mag. Und auf Gegnerseite sehen wir hier Zapdarang, Fostelka, Gewaldro, Tornupto, Lucario und ja, Gengar. Gengar. Ja, ich hab's gerade gesagt, vorhin dieses Team nach wie vor eine Stormbreaker. Wer den letzten Kampf nicht gesehen hat, das bedeutet, dieses Team bekommt Probleme mit Pokémon, die sich setupen können. Beziehungsweise mit Pokémon, die sich defensiv setupen können. Ja. Und die Situation, also das weißt du ja noch nicht, du hast den letzten Kampf noch nicht gesehen, die Situation hatte ich nämlich in dem Kampf mit Paul. Da hatte ich nämlich einen Relaxo vor mir stehen, oh mit Gott. Fluch. Alter, ich liebe Curse Legs. Oh ja, und sowas ist halt ein Gefahr für mein Team. Dein Team ist fucking anfällig gegen Curse Legs. Ja, das ist mir leider überhaupt nicht aufgefallen. Ja, ich meine, den Relaxo wird sehr selten gespielt im Juju. Ja, das stimmt. Und ja, bei seinem Team hat man jetzt nicht so die Gefahr, höchstens halt Zapdarang mal mit einrollen, aber da sieht man auch sehr selten. Ein sehr offensives Team, also seine einzige wirkliche Wall ist Fostelka. Ja, und vielleicht halt auch Zapdarang mit der Assault Vest, aber was hat er dein, soll halt auch eher Damage austeilen. Was hat dein Crinchiller da für ein Item? Mein Crinchiller hat ein Walband. Ah, gut. Ich wollte eben sagen, deine Pokémon haben ein bisschen wenig Durchschlagskraft, so halt drei Defensive und so. Ja, aber deswegen. Walband, Crenshiller. Ja, wobei dieses Stolos ist komplett offensiv ausgelegt, glaube ich, aber halt Tarnsteine noch im Set. Ist interessant, hat ja sicher auch der physischen Def genug. Eben, genau. Und ja, Freunde, möchtest du noch was zur Team-Preview sagen? Nein, sehr schöne Teams. Schön, ein bisschen von allem dabei. NURUUUOU. Ja, passt. Ist schön, ne? Ist schön. Bin gespannt. Freunde, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Kopf. So, der Kampf beginnt. Felix will mit dir kämpfen. Und ich beginne mit meinem Heater. Meinem Rotom Heat. Und er mit Wiggle. Schöner Name übrigens. Ich finde den Namen toll. Ja, und hier geht natürlich direkt erstmal ein Irrlicht daneben und es kommt der Abschlag durch. Ja, das ist ein Start, den man sich wünscht. Geil, aber ich meine, du bist ja zum Glück physisch defensiv. Ja, klar. Trotzdem, also das meh. Naja, so, er geht hier in seinen Roy 2.0. Auch ein interessanter Name, wie ich finde. Aber ich gehe auf den Voltwechsel, nicht nochmal aufs Irrlicht. Ja, war zu predikten. Ja, eben, genau. Und dann kann ich schon mal den gut Schaden machen. Und falls es halt Eruption im Set hat, was eigentlich jedes Tornado so im Set hat, dann ist diese schon mal ein bisschen geschwächt. Und ich gehe immer in Tentacles und er geht ja auf Sondersensor. Aber ich denke mir, okay, Tentoxa voll speziell defensiv wird hier auch nicht so viel Schaden fressen. Also Siedewasser und fertig. Helms. Aber es lebt. Ach stimmt, du hast ja mit Voltwechsel ausgewechselt. Ich war gerade irgendwie mit den Zügen ein bisschen verwirrt. Ja, ja. Also erst ist dann Tornupto ziemlich schnell weggeworfen. Ich hätte auch, irgendwie, Leute wechseln immer Tornupto in irgendwelche Attacken rein, obwohl sie halt Eruptionenpotenzial damit extrem weggehen. Genau. Muss aber auch sagen, Rotom Heat mittlerweile auch ein Pokémon, das ich sehr, wow, der Turbodreher crit, ja, sehr schön. Wieso überhaupt Turbodreher? Weil ich Tornupto mit dem Turbodreher einfach killen wollte. Total bescheuert, aber Turbodreher. Hat ja gecrittet, ja, hat gemeldet. Ja, ich gehe wieder meinen Heater, Abschlag kommt, gut, hab kein Item mehr, insofern okay. Und Irrlicht trifft, yay! Yeah. Was ich sagen wollte, Rotom Heat auch ein Pokémon, das man ja äußerst oft mittlerweile im Juju sieht. Extrem oft. Kann ich aber auch verstehen, wirklich. Ja. Ich habe selten einen Kampf, wo mein Gegner Rotom Heat dabei hat und ich keine Probleme habe. Ist echt so.
Halt auch, weil du nicht weißt, ob es jetzt offensiv Scarft, Specs, defensiv ist. Das ist ein tolles Pokémon. Ja, ja. Alle ich gehe einfach mal auf den Lightheiler. Was relativ riskant war, weil er hätte jetzt hier auch zum Beispiel einfach in Tanupto gehen können, um es zu death fordern. Ja, und er ist halt wieder hochgeheilt, aber so viel hätte es auch halt nicht gegen mich machen können. Ja, ja. Naja, ich gehe weiter auf Appletief, wobei ich auch da mir denke, warum, weil... Vielleicht sieht er keinen Sinn mehr in Zapler, und möchte jetzt einfach. Naja, aber er wechselt ja jetzt wieder raus. Es ist ja offenbar auch ein voll physisch offensives Zapplerang. Wenn man Abschlag auf Zapplerang jetzt sieht, dann kann man auch davon ausgehen, dass es unter Umständen ein Mixed-Set ist. Mhm. Weil ich spiele das ganz gerne, halt drei spezielle Attacken und Abschlag. Ja, sieht man auch. Und ja. Mittlerweile. Tornupto hat jetzt hier weggeschmissen. Ich verhaspel mich wieder so oft, ey, boah, furchtbar. Ich sollte mal sprachlos belegen. Und ja, er geht in seinen Spiky Bomb, natürlich perfekt für Libeldra. Hat hier jetzt allerdings den Double Switch gemacht. Oder er hat Angst vor dem Fireblast. Oder hat Angst vor dem Fireblast. Ich gehe auf jeden Fall auf Kehrtwende und habe damit auf jeden Fall das Momentum sicher und kann Zapplerang nochmal guten Schaden machen in Kombination mit der Verbrennung. Ja. Ist natürlich etwas, was man immer wieder begrüßt und hier in Lebel. Nein, oh, Libeldra heißt Lebeldra und dein Yamega heißt Lebel. Ein Zufall. Oh, ich denke nicht. So, und der wechselt hier seinen Wiggle nochmal raus. Ich verstehe nicht, wieso er sein Zapplerang noch behält. Vielleicht will er noch einen Abschlag rauskriegen. Ja, oder? Das denke ich auch, aber so wirklich viel bringen. Okay, gut, Gengar ist jetzt hier vierfach resistet gegen das Käfergrumm, aber... Naja. Da kriege ich jetzt erstmal einen Speedboost noch. Gefolgt von einem Stab. Luftschnitt, genau. Und den würde Gengar nicht mehr so gut tanken. Würde ich mal annehmen, weil Gengar... Kann man schon Bulky spielen, also in Anführungszeichen Bulky, aber es ist halt auch nicht so das defensivste Pokémon. Nee. Hier wollte ich es aber dennoch nicht riskieren und dachte mir, weil Libeldra kann ich noch gut gebrauchen, switch noch mal raus und Tentoxa ist ein relativ safer Switch. Er könnte zwar an Donnerblitz kommen, aber was soll's. Ja, halt. So, der Spukball macht, ja, gar nicht so schlechten Schaden. Gengar hat halt echt eine ordentliche Durchschlagskraft, das kann man nicht anders sagen. Ja, ist halt auch ein Oyo-Pokémon. Ist schon auch ihr Pokémon, ja, ja. Ja, 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 wir müssen try harder hier. Ja, und ich gehe auf Siedewasser, bekommen sogar den Burn. Das freut mich immer wieder. Und ich glaube, der nächste Spukball reicht noch nicht, um Tentoxa zu besiegen. Außer es wird ein Crit, aber ich wollte mir Tentoxa noch mal ein bisschen aufbewahren. Ich weiß gar nicht mehr genau wofür. Auf jeden Fall wollte ich mir noch aufbewahren. Vielleicht für Lucario, weil ich dachte, das könnte ja speziell sein, keine Ahnung. Ja. Gehe deswegen hier in Chillerbell, habe nämlich wieder einen Spukball predicted, aber er geht auf Abgangsbund. Das war gut. Habe ich tatsächlich lange nicht mehr auf Gengar gesehen. Ich liebe Abgangsbund auf Gengar. Ich sehe in letzter Zeit nur noch so Sub-Abgangsbund-Ehrlich-Gengars. Ist voll nervig, aber funktioniert immer schön. Ja. Ist aber auch das Gengar-Set, das ich am wenigsten benutze. Was ich halt auch noch cool finde, ist das mit Wahlschall. Das ist ja wieder relativ in Mode gekommen. Mhm. Von der Zeit. Und da verbrennt Gengar einfach fast ganz knapp. Ich wechsle die einfach gerade immer lustig durch, weil ich mir denke, ja, lass Gengar mal in der Verbrennung sterben. Aber er hat das jetzt hier leider predicted und geht deswegen auf die Matschbombe. Hat aber gut gemacht, das heißt Nami ordentlich Schaden und Poison. Oh. Wir beschmeißen uns hier so ein bisschen mit Zufallseffekten, ne? Ja, echt. Das ist, ja, Ausgleichen und Gerechtigkeit, würde ich sagen. Ja, du hast dann Ehrlich ja schon mal gewusst, das ist ja nichts. Ja, allerdings kann ich hier Chillerbell auch nicht mehr wirklich rausswitchen. Oder switch es nochmal raus? Nein, ich gehe auf Abschlag, einfach um Fostelka das Item wegzuhauen, welches auch immer das sein wird. Und es war ein Beulenhelm und ich glaube, es verliert den Beulenhelm so nicht mal, ne? Ne. Genau, mit weil... Das schöne Mechanik von... Ja, und der geht nochmal auf Tarnsteine. Hättest du jetzt Kingstein und Rock Blast aufgehabt, hättest du es wegflinchen können. Ja, hätte ich einfach Captain Cringe machen können. Und hier dachte ich mir auch, okay, komm, Tentoxa mit dem wenigen HP, was soll's. Man macht nochmal die Tarnstände weg, solange du es noch kannst. Ja, wenn du jetzt aber gestorben wärst, wären auch die Tarnstände nicht weg gewesen. Ja, deswegen habe ich es jetzt gemacht, aber Herz predicted. Scheiße. Echt ärgerlich, aber gut, was soll ich machen? Wäre ich mal erst auf Siedewasser gegangen. Naja, gehe ich halt jetzt auf Siedewasser, weil wenn ich jetzt auf Turbodrehen gegangen wäre, dann hätte ich auch die Herzsatz nicht mehr wegbekommen, deswegen ja. Bams. Nochmal ein Burn? Leider nicht. Er geht auf Gyroball. Und? Das reicht bestimmt nicht. Leider doch. Knapp. Ganz knapp. Oh, so close. Und ich gehe in Ironhide, weil ich mir dachte, was will Fostelka groß gegen Stolos machen und ich wollte hier keine eigenen Hesser draus haben. Was tue ich da? Steinkanzel, okay. Oh, Naturbedreher wird wehtun. Ah, nee. Ohne Scheiß. Oh, Vergangenheitstim, was tust du da?
Ich hätte einfach in Jamega gehen können. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich da getan habe, Freunde. Ist auch egal. Ich mega entwickle mich jetzt hier erstmal. Genau, ich wollte ja erst noch den Stab auf der Steinkante haben, glaube ich. Okay. Und da, Erdbeben, yay. Alter, predicted. Wollte gerade sagen, als hätte das predicted. Ja. Aber das Ding verbrennt sowieso und Rambos sollte auch bei dem KP-Stand reichen. Bams. Du hast outspeeded, Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, Stolos hat was outspeeded. Hatten wir schon im letzten Kampf das Thema. Wow. Wow, Alter. Stolos too fast for you. Oh yeah, so da ist Lucario und ich dachte mir, bleib mal drin, vielleicht overpredicted er ja, oder Stolos allgemein brauchst du nicht mehr so krass für sein Team, leider geht er direkt auf die Aurasphäre. Der KP-Balken ist explodiert und ja. Stolos geht down. Oh Gott, cool. Naja, nicht cool für dich, aber... Nicht wirklich, cool, nein. Und ich habe hier immer noch mein Amy, mit dem Wahlschall ist darum also auf jeden Fall schneller als das Lucario und... Er geht nochmal raus in sein Forstelka, lässt es nun down gehen und ich gehe aufs Erdbeben, bin safe geblieben und Forstelka verabschiedet sich. Hier sieht man irgendwie auch, dass er halt keine, nicht wirklich defensive Pokémon dabei hat, weil... Ja. Was tankt jetzt noch ein Erdbeben gut von Libeldra? Das zum Beispiel. Stimmt. Stimmt! Und ja, dadurch bekommt er sowieso jetzt erstmal eine freie Mega-Entwicklung. Ich gehe in meinen Rotom. Ja, warum, Freunde? Weil ich gesagt habe, das ist das Beste, was du irgendwie reinwerfen kannst und Rotom... Naja, ich weiß nicht, was soll ich da machen sollen. Die Beldra braucht dich noch für das Lucario. Und da gehe ich auf die Drachenklaue und die reicht ganz knapp nicht, Freunde. Und wieso ist er nicht in die Mega gegangen? Ich glaube, ich habe hinterher nochmal nachgefragt. Ich glaube, er hatte Angst wegen der Drachenattacke auf die Beldra. Aber dennoch wäre hier die Mega-Entwicklung einfach das Bessere gewesen, weil... Ja, weil jetzt hat er einfach wieder so viel Leben verloren und du dich hochgehalten. Dann wäre Rotom weg. Ich hätte mich in... eine Drachenattacke choisen müssen mit Libeldra und dann hätte er locker in Lucario gehen können. Ja. Und dann hätte er das Match auf jeden Fall gewonnen. Hier kann ich nochmal einen Hitzekoller raushauen und der reicht, um Gewaltro zu besiegen. Bis dort. Alter Rotomiet. Alter Rotomiet. Alter Rotomiet, echt. Und da ist Lucario wieder und Vakuumwelle. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Ja. Ich glaube, der Kampf war gegen Mindtube. Echt? Schön, dass du das so gegen Ende auch noch erwähnt. Ja, es ist mir... Oh, fuck. Du meinst, es tut mir so leid, wenn du das jetzt siehst, aber es ist mir echt nicht aufgefallen. Wie gesagt, die Kämpfe liegen... Also, das habe ich jetzt nicht in diesem Video gesagt, sondern vor ein paar Videos oder im letzten. Ich weiß nicht, wie, in welcher Reihenfolge ich hochlade. Habe ich das angesprochen. Die Kämpfe liegen schon etwas zurück, Freunde. Und ja, das habe ich vollkommen verdrängt. Es tut mir furchtbar leid. Auf jeden Fall kann ich das Lucario nur mit einem Choice Guard Erdbeben aus dem Spiel nehmen. Und das war der Kampf gegen Felix, a.k.a. Mindtube, Fragezeichen. Sehen wir ja dann. Genau. Aber echt, wenn er mit Gewaltra in die Mega gegangen wäre, hätte er den Kampf sogar noch gewonnen. Dann hätte er noch gewonnen, genau. Dann hätte er Stab auf die Drachenklaue bekommen, mit dem Angriffsboost. Rotom wäre weg gewesen, ich hätte mich in den Drachenattacke choisen müssen, um Gewaltro zu besiegen, genau. Und dann halt Lucario reinholen und dann wäre das Match gewonnen. Krass, an einem Zug hat es quasi gelegen. Quasi, ja. So hart ist Pokémon. Ein hartes Pokémon. Genau. Aber war auf jeden Fall ein schöner Kampf, wie ich finde. Ja, schön 1-0, oder? Ja, 1-0. Genau, ich glaube, ich hatte nur am Ende noch Libeldra. Und ja... Das war der Kampf. Vielen Dank, Daniel, dass du dabei warst. Danke auch, dass ich hier mitreden durfte. Schaut auf jeden Fall bei Daniel auf dem Kanal vorbei. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Geil. Und ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und haut raus. Ciao. Tschüss.